Ich lüfte in dieser Folge das Geheimnis der Top-Coaches, die alle 1 Million aufwärts im Jahr an Einnahmen haben und wie du dieses Geheimnis für dich umsetzen kannst. Wie schön, dass du wieder dabei bist, hier in diesem Raum für deine persönliche und finanzielle Freiheit. Das hat mir eine liebe Kundin mitgegeben als Intro. Die hat gesagt, Mensch, du stehst doch für die persönliche und finanzielle Freiheit. Da musst du das doch irgendwie bei dem Hallo mit reinsagen, weil ich ja manchmal nicht weiß, wie ich jetzt am besten immer wieder starte und immer denselben Anfang hatte. Ja, heute geht es um die Geheimnisse der Top-Coaches, die Coaching-Scene-Secrets. Und da gibt es natürlich einige Geheimnisse, was diese Top-Coaches machen, damit sie es schaffen, wirklich über 1 Million Einnahmen zu generieren im Jahr. Von diesen ganzen Geheimnissen beschränke ich mich jetzt mal auf ein Geheimnis, was ich dir quasi mitgeben möchte. Und alle anderen Geheimnisse, schon mal ein Spoiler vorweg, erfährst du in unseren Coaching-Scene-Secrets, die ab dem 13.03. starten, ein 8-Tages- ja, Intensivtraining mit mir zusammen, live und kostenfrei, wo ich dann noch viel tiefer ins Detail gehen kann, wie ich es jetzt hier in einem Podcast machen kann. Aber ich fange mit einem, und zwar mit einem sehr, sehr wichtigen Geheimnis, mit einem sehr, sehr wichtigen Schlüssel an. Denn die Top-Coaches haben verstanden, was Menschen brauchen, um sich für eine Begleitung mit ihnen zu entscheiden. Die haben verstanden, was sie strategisch und auch inhaltlich tun müssen, damit sich die Menschen für sie und ihre Angebote entscheiden. Und das Allerwichtigste, der allerwichtigste Grundsatz, wann Menschen kaufen, ist, wenn sie Vertrauen haben. Und jetzt denkst du vielleicht, weiß ich doch, also das ist ja jetzt nichts Neues, wenn die Menschen mir vertrauen und meinem Angebot vertrauen, dann kaufen sie. Ja, das stimmt. Sie müssen dir vertrauen, sie müssen deinem Angebot vertrauen. Aber was sie oder wem sie vor allem vertrauen müssen, ist sich selbst. Der größte Einwand, die größte Herausforderung, warum Menschen nicht kaufen, ist, weil sie Angst davor haben, es nicht zu schaffen. Und dann ist es völlig egal, wie gut du bist als Coach, Trainer, Beraterin, völlig egal, wenn sie es nicht für sich verstehen und fühlen, ich kann es schaffen, nützt es dir nichts, dass du gut bist, dass deine Angebote gut sind, dass dein Marketing gut ist. Sie müssen im Kern verstehen, dass sie es schaffen können. Und da ist es wichtig, sie immer wieder zu ermutigen und zu ermuntern, ihnen Ressourcen zu geben, ihnen zuzusprechen und zu sagen, hey, guck mal, was du alles in deinem Leben bereits erreicht hast. Du bist so eine starke Frau, du bist so ein kraftvoller Mann oder wie auch immer du das ausdrücken möchtest. Ich glaube an dich, dass du es schaffen kannst, weil das Wichtige ist, dass du als Coach in der Lage bist, viel mehr an sie oder ihn zu glauben, als die Person es selbst tut. Du musst mehr an die Person glauben, als sie es im Moment selbst noch schafft. Du musst die Person da sehen, wo sie sein kann und wo sie sein wird nach deiner Begleitung und nicht da, wo sie jetzt ist. Und diese Identität, die du ihr oder ihm schon vorher zusprichst, weil du dieser Person das alles zutraust, wird sie stärken, wird ihr Kraft geben oder ihm Kraft geben, diese Entscheidung dann letzten Endes auch zu treffen. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Und wenn du es nicht schaffst, die Person so zu ermächtigen, dass sie an sich glaubt, es zu schaffen, dass sie dran glaubt, es durchzuziehen, am Ball zu bleiben, Erfolge dadurch zu erzielen, welcher Art auch immer, dann wird sich immer wieder der Quatschi einschalten, der sagt, kann ich das, schaffe ich das, ich bin vielleicht noch nicht gut genug und, und. Und dieser Quatschi zerredet dann letzten Endes die Entscheidung, mit dir zusammenzuarbeiten. Und um das nicht zuzulassen, musst du
die Menschen, die Interessenten, die zu dir kommen, also egal, ob es deine Community ist, ob es dann schon Interessenten sind, mit denen du vielleicht ein Gespräch hast oder ne, die schon mal irgendwie ein Angebot von dir in Anspruch genommen haben oder Kunden, die dann was Kostenpflichtiges in Anspruch genommen haben, die musst du auf dieser ganzen Journey, die sie bei dir machen, immer wieder befähigen und ermächtigen. Weil wenn du mehr an sie glaubst, als sie im Moment noch selbst an sich glauben, dann werden sie beginnen, an sich zu glauben. Und wenn sie beginnen, an sich zu glauben, dann fassen sie auch den Mut, eine Investition in die Lösung ihres Problems zu tätigen. Werbung! Und das ist einer von 8 wichtigen Schlüsseln. Und die anderen 7 Schlüssel lernst du kennen, wenn du dich kostenfrei zu den Coaching Scene Secrets anmeldest unter www.feminist.de/coaching-scene-secrets. Also, wenn es kribbelt, melde dich auf jeden Fall an und sei dabei. Werbung Ende. Und jetzt noch eine kleine Vorausschau für die nächsten Monate. Und zwar habe ich mir überlegt, ich erzähle ja immer so aus meiner Perspektive heraus und aus meinem Glauben heraus, was du brauchst, um für dich aufs nächste Level zu kommen, was meine Impulse sind. Und ich möchte das jetzt ein bisschen umdrehen. Und zwar lade ich jetzt zukünftig in meinen Podcast, der zukünftig jeden Dienstag rauskommt, jeden Dienstag 17 Uhr, also in den Kalender schreiben, wir machen nicht mehr Samstag, wir machen Dienstag, ja. Jeden Dienstag um 17 Uhr, wenn der neue Podcast rauskommt, geht es dann darum, dass du, ja, also dass ich in einem Gespräch bin mit einer Frau, die wirklich für sich und ihr selbstständiges Coaching-Business gegangen ist, die alle Hürden gemeistert hat, die da gekommen sind, und sie wird genau erklären, wie sie diese Hürden gemeistert hat. Und ich werde auch noch Impulse dazu geben, dass egal, wo du gerade stehst, du immer wieder Impulse von Menschen bekommst, die jetzt gerade da durchgegangen sind, wie auch du diese Situation meistern kannst oder auch wenn du keine Situation zu meistern hast, sondern es dir einfach nur darum geht, wie du dein Business weiter auf- und ausbauen kannst, bekommst du eben da auch genau die passenden Impulse. Aber ich dachte, das ist eigentlich cool, wenn wir mit Menschen jetzt quasi zusammensprechen, die eben diese Erfahrungen jetzt gerade aktuell gemacht haben, was sie daraus gelernt haben, wie sie durchgekommen sind und was du eben davon auch für dich umsetzen kannst. Also, wenn du Lust hast, dann schalte nächste Woche Dienstag wieder ein für den neuen Podcast. Lass dich überraschen. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.